Was geht YouTube? Marcel ist back am Start für euch und ja Leute, ihr habt es vielleicht schon gesehen, ich habe eine Entscheidung getroffen und zwar möchte ich doch nicht auf den Bachelor reacten. Ich fand die erste Folge mega nice und auf die Kandidatin zu reagieren, aber die Folgen, ich habe mir das so ein bisschen mal angeschaut, sind einfach im Schnitt viel zu lang. Da fehlt dann so viel, wenn ich die Reaction hochlade, dass sich das am Ende kaum lohnt. Deswegen habe ich mir aber von euch die Kommentare sowieso zu Herzen genommen und da stand ein spezielles Format, was auch gerade angefangen hat, ungefähr 1 Million mal drin. Es soll noch trashiger sein. Es soll noch witziger sein, noch mehr Skandale haben als Couple Challenge. Und das passt ja wohl wie die Faust aufs Auge, weil nächste Woche ist ja dann Couple Challenge Finale. Und zwar heißt dieses Format Are You The One? Auch wieder TV Now, auch eine Dating Show, Freunde. Aber wie gesagt, mit kürzeren Folgen. Ich werde euch natürlich den Link in die Beschreibung tun, wo ihr dann die Folgen bei TV Now früher sehen könnt. Aber ich finde das Ganze irgendwie ein bisschen nicer vom Gefühl her, als jetzt immer diese 1,5-stündigen Bachelor-Folgen, wo ich dann eh nur auf die Hälfte reagieren kann. Wenn das für euch okay ist, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like gebt. Guck mal, Are You The One ist sogar hier auf Platz 2 und Couple Challenge in Anführungszeichen nur auf Platz 3. Perfekt. Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer mit moralischen Wertvorstellungen nicht geeignet. Also perfekt für unsere Community. Also mit dem Satz können wir uns identifizieren. Ah, das werden schöne Wochen, Leute. Das ist auch vom Gefühl her, fühle ich mich jetzt 1000-mal besser als mit dem Bachelor, dass wir jetzt darauf reacten können. Nice one. Aber lustig. 20 Singles von Experten gematcht. Also ich habe die erste Staffel im Übrigen auch geschaut privat. Es geht basically um Folgendes. Falls es noch später erklärt wird, ist okay, aber es geht voll um Folgendes. Es wurden vorher von Experten über irgendwelche Profile, über irgendwelche Fragebögen, wurden dort die Perfect Matches schon vorher festgelegt. Das heißt, das sind, glaube ich, 20 Kandidaten, 10 Männer, 10 Frauen und jeweils gibt es einen perfekten Partner und die müssen das rausfinden. Und je mehr Perfect Couples die finden, die erfahren das dann immer am Ende der Folge, wie viele sie gerade haben, aber wissen nicht, wer eins ist, desto mehr Kohle gibt es am Ende. Und wenn es am Ende 10 Perfect Matches gibt, dann gewinnen die 200.000 Euro als Team. Das heißt, in der Staffel geht es darum, möglichst viele Leute kennenzulernen, um festzustellen, wer ist das Perfect Match. Oh mein Gott, es wird so viel Drama geben. Oh yes, baby. Ich weiß nicht, ob es das jemals bei Are You The One gab. Oh ja, rumgemacht wird hier schon mal. Oh, oh, oh. Da gibt's doch... Ey, check dir das Spiel überhaupt. Das ist nicht perfekt hier, sondern perfekt Match. Oh mein Gott, das wird so ehrenlos alles. Ach du heilige Scheiße. Sophia Tomalla moderiert. Nur wer sich ein Date erspielt, kommt in die Matchbox. Alter, das ist... Oh mein Gott, das ist ja gegen das Couple Challenge ja soft. Ups. Oh ja, auch Ausraster. Oh mein Gott. Skalieren die drei Wochen nicht. Ja. Oh, geil. Pass mal auf, Mädchen. Was ist mit dir falsch? Widerlich, diese Menschen. Oh mein Gott. Das ist schlimm. Wobei, ganz ehrlich, schlimmer kann es gar nicht mehr werden. Du wirst dich vor ganz Deutschland blamieren. Halt dein Maul! Hört's auf! Oh mein Gott, das wird so anders viel Beef. Ich sehe vielleicht aus wie eine Tussi, aber in mir steckt noch ganz viel mehr. Du bist nicht so ein, oder? Ah, das wird schön, Freunde. Spaßtyp, aber auch ein ernster Typ. Also ich bin genau das gute Zwischending von ihm. Alter, das sind echt viele Kandidaten. Da werden wir nie durchsteigen. Ich konnte mir schon Couple Challenge nicht merken. Geiles Abenteuer, geile Ollen, kalte Drinks und hoffentlich die Kohle. Ja, da, ey. Das war die ehrlichste Aussage in der Geschichte von unseren Formaten, die wir schauen. Okay, es ist vielleicht auch erst das zweite Format. Aber trotzdem, nice. Ich bin vom Beruf Influencerin und bin richtig abgefuckt von Typen, die mich nur wollen wegen meiner Followerzahl auf Instagram. Oh, hey, du hast so krasse Augen. Gott, Alter. Oi. Das, okay. Was mir in einer Frau sehr wichtig ist, Marcel, Fleisch, Fitnesstrainer aus Berlin. Arbeiten können. Und Marcel, du musst mich trainieren. Du musst schöne Füße und schöne Hände haben. Schöne Füße, schöne Hände. Er ist ehrlich, gefällt mir. Sascha. Wo kommst du her? Aus Essen. Essen. Oh, wie er den Jackie aufmacht. Oh, Baby. Geht ja. Da hinten, guck, der Jackie. Leute, während wir uns hier gerade so ein bisschen die Vorstellungen anschauen, kann ich euch direkt schon mal sagen, wir können uns jetzt hier nicht jede Vorstellung anschauen, sonst gucken wir uns nur noch Vorstellungen an. Wir sind ja letztendlich auch hier, um das Drama zu sehen. Ich bin der Aaron und Sex ist mir sehr wichtig. Ich weiß nicht. So stelle ich mich auch immer vor. Geil. Eine Frau für das ist Fresher Boy, Digga. Fresher Boy auf jeden. Wenn ein anderer Mann auf dieselbe Frau steht wie ich, dann entscheidet sie sich eh für mich. Okay, no front. In diesem Boom-Boom-Raum, ja, kann man sich ja schon denken. Für Sex. Der Boom-Boom-Raum ist für Sex gedacht. Es gibt einen Boom-Boom-Raum. Der Raum, den ich nie betreten würde, wenn ich da am Start wäre. Sag mal so, wenn jetzt hier ein, zwei geile Ollen dabei sind, dann, ja. Was geht, Bruder?
Alter, die Schlafzimmer sehen ja so nicht so geil aus. Ich will hier schlafen, Alter. Das ist aber gar nicht geil. Wo ist eigentlich die Dartscheibe im Haus? Habe ich jetzt noch nicht gesehen. Wo es ist und die Bestätigung hat doch. Alter, Marc ist 4 Jahre jünger als ich. Ich heul gleich, wirklich. Marc sieht aus wie 3-mal älter und 3-mal größer, 3-mal breiter, 3-mal schöner, 3-mal schlauer. Ja, vielleicht aber auch nicht. Der Älteste, der sieht so schön aus, der hat so schöne Augen. Und sein Körper, oh mein Gott, ich schmelze. Sachen, die noch nie über mich gesagt wurden. Die Optik bei einer Frau ist mir sehr wichtig. Vergleichsweise wie, ich kaufe ja auch kein Auto, wenn das Aus nicht schön ist. Okay. Ja, schon so blonde Frauen und sowas. Ah, das passt natürlich wie die Faust aufs sprichwörtliche Auge. Humor? Ja. Ja? Ja. Okay, sehr gut. Hast du Humor? Nein. Ich lache nie. Was ist das für eine Frage? Hast du Humor? Und du riechst gut. Dankeschön. Du hast wirklich einen guten Duft. Oh, er hat die Angel. Also sie hätte ich erstmal so eingeschätzt, bisschen arrogant, aber da war ich sehr überrascht. Ja, das ist aber ganz oft so. Leute, die man erst arrogant findet, sind meistens nur unsicher. Mein Eindruck war auf jeden Fall. Deswegen, ey Leute, ich schwöre euch, die hübschesten Frauen werden nie angesprochen. Wirklich nicht. Traut sich keiner. Inklusive mir würde mich auch niemals trauen. Aber ich habe ja die hübscheste Frau schon. Ist Jill dein richtiger Name oder ist es noch weitläufig? Andere. Jill ist mein richtiger Name. Ja, Jill? Mit 2 L. Mit 2 L? Finde ich gut. Finde ich gut. Mit einem L hätte ich es nicht so gut gefunden, aber zum Glück sind es 2. Weißt du meinen Namen nicht mehr? Okay, ich habe bis jetzt 2 Namen gemerkt. Einmal Marvin. Ich werde das jetzt Marvin so einbringen, dass du das merkst. Oh, jetzt Maximilian kommt. Der Große. Kennst du Maximilian der Große? Ich weiß zwar nicht, was er erreicht hat, aber maximal. Ja. Also du hast maximal 3 Mischen nicht getrunken am heutigen Tag. Maximilian. Okay. Ja, Jill. Maximilian, kannst du mal bitte versuchen, ein bisschen sympathischer zu machen, damit du keinen Überkorb kassierst, Mann? Also Maximilian hat zwar keine Tattoos, hat keine Piercings, aber irgendwie mag ich seine Ausstrahlung. Okay, sorry, ich nehm's zurück, es hat funktioniert. Er sieht einfach gut genug aus dafür. Hätte ich das gesagt, ich wäre schon nach Hause, die hätte schon Produktionsfirma angerufen. Da schläft noch einer. Maximilian? Maximilian der Große. Ja, ich glaube. Ach, ich mag Maximilian doch. Was soll ich sagen? Ah, der erste Abend. Auf einen geilen Abend. Viel Liebe, Glück. Erstmal einen Sippen. Mittags einen Sippen, abends einen Sippen. Mann, ich wäre so gern Kandidat. Es gibt wirklich keinen Typen, wo ich sage, okay, der kann mir das machen, mal so Wasser rechnen. Oh, oh, Marcel ist, glaube ich, der Typ, der einem auf die Fresse hauen wird. Legen, komm. Ey, einer muss aus dem Bauch trinken. Wer? Egal. Ja, du? Du? Ich? Ja. Oh mein Gott, das wird so hardcore assi. Yes, baby. Ich glaube, da wird es auch irgendwann. Sascha ist am ersten Abend eifersüchtig. Das war's wirklich komplett, Sascha Boy. Ich schwör's, erster Tag. Ich schwör's, erster Tag. Ja, in 30 Tagen sind wir alle. Ich schwör's, erster Tag, mein Kopf schmilzt. Sind die da 30 Tage gewesen? Oh mein Gott. Ich könnte aus gar keinem Bauchnabel trinken, weil meine Nase da vorher den Bauch aufschneidet. Na, wenn er nicht mal Jill nimmt. Soll ich jetzt sehen? Nein, ne? Auf jeden Nein. Fall. Nein. Zeig mal Eier, Digga. Doch, mach mal. Zeig mal Eier. Ja, ich bin die Jill. Ich hör da grad so verkackt. Der hat grad so verkackt. Jetzt gerade? Ja. Mann, was soll denn da? Ach. Mann, ihr seid doch da, um ein Spiel zu spielen. Es geht schon wieder los. Oh, ich bin schon wieder bei dem Untertitel hier. Warte mal kurz. Das hat mich gestört. Das hat mich richtig gestört, dass er Jill ausgewählt hat. So, Akteur. Alles klar, übertreibt es der erste Abend lang. Ja, safe. Aber die ist schon verliebt am ersten Abend. Ich geh auf Toilette. Ich bin einfach ein bisschen sensibel. Ich bin da ein bisschen. Wenn sie jetzt heult. Wenn sie jetzt heult, dann raste ich aus. Ich hoffe einfach so sehr, dass die da wirklich Experten vorher genommen haben, die die Leute geprüft haben, um dann sehen wir vielleicht wirklich, wer gut zusammenpassen könnte. Ich dich auch. Du bist mein Bro. Bro? Bro, das war's dann auch schon wieder mit Marco. Hau rein. Nein, nein, ich hab nichts dagegen, wirklich. Aber so mir kommt es halt so rüber, dass ich mich so fest auf ihn fixieren müsste. Es ist der erste Abend, du musst dich gar nicht fixieren. Rechts. Okay. Was mich, wenn ich mich zu dir einliste? Müssen wir abklären. Wir müssen gar nichts klären, wir machen einfach. Marcel ist ein Killer. Da geht's schon ab zwischen Jill mit 2L und Maximilian dem Großen. Ich glaub's ja nicht. Das Sascha war gestern so lustig, weil er meint, er packt das Licht nicht und dann hat er draußen geschlafen. Aber draußen hat's noch mehr geschallt. Ich weiß, warum er draußen geschlafen hat. Hm? Ich weiß warum. Sascha findet die Jill gut, aber. Ah, das erste Drama, ja, das gefällt mir. Gestern zusammen geschlafen. Sascha oder Maximilian der Große. Und hier Maximilian, der schon hier den Würgegriff ansetzt beim ersten Date. Und hier der halbe Korb von Jill mit 2L.
Es war viel. Aber wir haben jetzt Eselsbrücken, um uns Namen zu merken, Leute. Wir merken uns jetzt Namen über andere Dinge. Von ihm? Schon mit einem Strip, mit einem Bauchlecken fing er schon an, wo ich gedacht habe, bleib mal ruhig, das ist heute der erste Tag. Der so, ja, stimmt, ne? Alles zu dir gesagt? Eben gerade warst du noch voll bei ihm und jetzt packt sie alles aus, Digga. Was? Hör mal auf. Was denn? Ruhig. Ist das nicht schlimm? Oh, oh, Maximilian der Große konfrontiert Sascha. Hey, Digga, bist du anwesend? Hast du Insta? Ja. Hast du kurz mal 2 Minuten? Für dich? Ja, ja, komm mal kurz. Für dich? Nein. Oh, das erste klärende Gespräch. Was ist mit Jill bei dir? Ja, das ist so noch meine einzige Hoffnung, ja. Versuch doch mal ein bisschen in die Persönlichkeit ranzugehen, ja. Ich hatte gestern auch mit ihr intensiv ein bisschen was geredet und so und hab dann auch, ne? Und wie war's? Mann, Maximilian, du bist mir irgendwie gleichzeitig mies, unsympathisch und irgendwie sympathisch. Ich weiß nicht, kann ich nicht einschätzen, Bro. Ist schon ein bisschen was gelaufen, so? Kleines bisschen Knickknack irgendwo? Der eine oder andere hat irgendwo angedockt, habe ich gehört. Okay, alles klar. Direkt angedockt. Das dürfen die nur mit ihren Oberschenkeln praktisch festhalten und auf diesem Brettchen müsst ihr Jungs dann da auch das Türmchen bauen. Also das waren wir die kreativen Köpfe bei TV Now. Da waren wir die kreativen Köpfe unterwegs. Denkt daran, dass die Paare, die auf ein Date fahren, nur diejenigen sind, die auch gewählt werden dürfen, um in die Matchbox zu gehen. Und die Matchbox ist die einzige Chance, um herauszufinden, ob ihr auch ein Perfect Match seid. Genau. Capito? Wir dürfen also auf ein Date gehen zusammen, dürfen sich also entscheiden, mit wem. Und dann gehen die zusammen später in die Matchbox. Und dann entscheidet sich, ob sie ein Match sind. Wenn ja, dann sind die schon mal safe und dann haben die schon mal 20.000 gewonnen. So läuft es nämlich. Ich als Trauerzuschauer der ersten Staffel weiß alles. Sascha mich wählt. Gestern hatten wir auch schon nette Gespräche. Aber ich hätte mich jetzt auch gefreut, wenn Maximilian mich gewählt hätte. Oh, Jill ist ja schon mal richtig in Maximilian verliebt. Von Anfang an gesagt hat, er findet mich toll. Und für die Jungs war das, glaube ich, schon eindeutig, dass er sich hinter mir stellt. Hat er dann aber nicht. Unlucky, würde ich sagen. Da hat Jermaine sich wohl noch mal umentschieden. Marcel weiß auch nicht, wo er sich anbaut. Ja, ist das Maria. Marcel hüpft von der einen zur anderen und ich finde das halt nicht gut. Das macht er auch im Haus und das geht halt irgendwie nicht. Ah, Melissa gibt Marcel jetzt den Korb seines Lebens. Ist so richtig? Mhm. Nein, anders nach rechts. Oh Gott, mit Augen zu auch noch. 1, 2, 3, 4, 5! Jawohl, sehr gut. Alle Farben falsch. Nein, Quatsch. Doch, geht doch darum, dass auf allen Seiten die Farben korrekt sind. Nicht nur auf einer Seite. Ja, ist aber auch schon schwierig, verschiedene Farben auseinanderzuhalten. Sie hat mir gesagt rechts, links und dann musste ich direkt so... Sie sagt rechts, links und ich weiß direkt rechts oder links. Oha, Digga, damit hätte ich nicht gerechnet. Unser erstes Datepaar sind Sabrina und Maximilian. Maximilian bis jetzt der absolute Gewinner der Staffel. Unser zweites Datepaar, Melissa und Marvin. Melissa ist echt so ein ganz kleines Mauerblümchen im Vergleich zu den anderen da. Was soll ich sagen, auf jeden Fall. Die beiden passen gut. Gefällt mir. Aber ich verstehe mich auch mit dem und mit dem. Verstehst du? Ja, dann ist aber falsch. Wenn ich mit einer Frau bin, gibt es keine halben Sachen. Hier, geh mit ihm, geh mit ihm. Ja. Da muss ich sagen, guck mal, das gehört sich. Digga, aber du bist ja in der Show, da weißt du, dass sowas passiert. Boah, stabile Bilder, Alter. Boah, krank. Wenn die von uns auch so Bilder haben, scheiße, Mann. Machen wir das mal. Aber ich sag dir so, wie es ist. Ich will, dass da drin bleibt, das will ich nicht. Also, der gefällt, Maximilian gefällt dem besten. Ja, schon. Fuck. Ah, jetzt müssen die wählen quasi, wen die eher glauben, wer das erste Perfect Couple ist. Verstehe. Das war auch nicht gut, was ich gestern gemacht habe, bin ich dir ehrlich. Mein Gott, kuscheln ist jetzt nicht so schlimm. Das hatte nur taktische Gründe, weißt du? Und dann habe ich mir gedacht, okay, später, jetzt lässt du erstmal einfach alles so sein. Ich finde schon, dass... Na gut, aber ihr habt euch auch geküsst. Darüber hinaus schlimmer wäre, weil das ist... Aber die haben sich doch geküsst. Da hat Maximilian der Große aber gelogen. Ich kenne meine Werte und ich weiß, wie ich bin. Und ich habe halt gar keinen Bock, irgendeine Nummer 2 oder so zu sein. Sie ist die Nummer 1. Also, jetzt gerade die Nummer 1, ja. Okay, krass, krass. Okay, das war's für Jill. Das war's für Jill. Dann soll Jill doch bei Sascha bleiben. Fehler macht jeder. Man muss sie halt nur eingestehen und daraus das Beste. Das ist korrekt. Sehr gut. Dein Versuch gestern Abend, Jill zu küssen, das ist ja ein bisschen klicklich gescheitert. Oh, wie das angesprochen wird. Oh, yes. Geil. Oh, lecker. Dann weiß ich das nicht mehr. Das weißt du nicht mehr? Nein, aber dann war es beabsichtigt. Du weißt schon, dass überall auch Kameras sind hier, ne? Ich weiß einiges nicht mehr. Maximilian, Digga. Ui. Okay, jetzt kommt gleich die Matchbox. Der Korb. Körper kassieren ist aber nicht schlimm, Leute, ne? By the way, ganz normal. Muss ja passieren hin und wieder. Das wäre das Leben ja langweilig. Mit jeder verpassten Matchbox-Entscheidung verliert ihr die Chance, am Ende 10 Perfect Matches zu finden. Sabrina und Maximilian. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich nur das wahrgenommen habe, was ich wahrgenommen habe. Und ich denke nicht, dass es in dieser Hinsicht so
passiert ist. Na gut, die Kameras sagen was anderes, Bro. Oh Mann. Ja, wirklich, es tut mir wirklich leid, ohne Scheiß. Ich meine, ich könnte es mir schon vorstellen, dass Maximilian es probiert hat. Ich könnte mir vorstellen, dass er es probiert hat. Ja, ich finde diese ganze Situation echt heftig, wie das so abgelaufen ist. Auch für Sabrina, die tut mir echt leid. Ich finde es halt irgendwie scheiße, dass man sich an solche Aktionen nicht erinnert. Also, dass ich einfach keinen Plan mehr habe, was ich gemacht habe. Gott, das ist... Ja, oh, da ist die Eifersucht schon da. Ich hoffe, dass sie kein Perfect Match sind, weil sonst wäre das ja jetzt echt mies. Egal, wie es endet, es ist kompliziert. Ich glaube, das wäre so die einzige Person, die ich jetzt wirklich hier in dem Perfect Match sehen würde. Wenn nicht, dann wäre das auf jeden Fall nochmal gerade für mich eine schwierige Situation. Wie krass wären wir, wenn das jetzt schon ein Perfect Match wäre. Das wäre wirklich krass in der ersten Folge. Wäre es gut. Ne? Ich hätte nie gedacht, also wirklich, wenn man das vom Fernsehen sieht, dass das einen so mitnimmt. Wirklich. Wenn es jetzt kein Perfect Match ist, dann weiß ich, ich gehe auf die Sabrina, aber eiskalt, ohne Zögern. Das wäre so krass, wenn die kein Perfect Match wären. Ey, bitte, dass da einfach steht Match. Ja. Niemals, Digga. Was? Nein, die machen Cliffhanger. Ich weiß nicht, was passiert. Okay, Leute, eine Sache ist schon mal klar. Es gibt halt schon 3 weitere Folgen. Deswegen nicht wundern, dass in den nächsten 1 bis 2 Wochen öfter mal eine Folge kommt. Weil sonst, ich will das nicht, keine Ahnung, jetzt über Ewigkeiten ziehen oder so. Und ich will dann eigentlich irgendwann up-to-date sein mit den neuen Folgen. Ich denke mal, ihr versteht das. Aber ich habe zurzeit aktuell übertrieben viel Spaß. Vielen Dank dafür, Leute. Wir sehen uns im Video morgen wieder. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Schreibt mir was in die Kommentare. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.